Sind wir live oder sind wir live? Jetzt, Jetzt jetzt. sind wir live. Hello, 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 guten Morgen. A little bit Verspätung. Aber was wäre, wenn die, genau die Verspätung jetzt der richtige Zeitpunkt wäre? So, muss mich mal noch ein bisschen orientieren hier. Und mal schauen, dass ich auch in der Gruppe live bin oder wir in der Gruppe live sind. Im Doppelpack. Yes, klappt. Oh, wir haben auch so einen Zuschauer. Schreibt uns doch mal rein, ob wir gut zu sehen und zu hören sind. Nach meiner Testseite hier klappt's. Schenk uns mal einen Daumen hoch. Ja. So. Ihr Lieben, good morning am Sonntagmorgen. Viel warm hier. Also wenn ich schon mal die Klimaanlage anmache, das heißt was, ne? Gestern waren wir unterwegs Richtung Nikosia. Falls du es nicht weißt, bis vor 3 Jahren wusste ich das auch noch nicht, dass Zypern so das einzige Land ist, wo es ja Türkei und Griechenland gibt und auch die Stadt geteilt ist. Und da waren wir erstmal in der Mall ein bisschen shoppen. Beim leckersten französischen Café. Noch ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und haben tatsächlich gewartet, bis es so gegen Abend war, um dann erst wieder rauszugehen ins Städtle und dort erstmal auf dem griechischen Teil ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen schauen und dann rüber in die Türkei zu gehen. Und gestern Abend haben wir gesagt, wer kann jetzt von sich behaupten, dass er heute in 2 Ländern unterwegs war, ne? Innerhalb von ein paar Metern plötzlich in einem anderen Land gestanden. Genau, erstmal ausgecheckt, also dieser Grenzübergang, da gehst du zu Fuß rüber, kannst natürlich auch mit dem Auto fahren, an einer anderen Stelle, aber das hier ist tatsächlich die Einkaufsstraße in Nikosia. Die Fußgängerpassage, da gehst du bis zum gewissen Punkt, dann ist dort Grenzkontrolle, ne? Da zeigst du deinen Pass vor, checkst aus Griechenland, bist dann im Niemandsland unterwegs für ein paar Schritte und dann checkst du im türkischen Teil ein. Alles ganz easy, kannst einfach nur Freude haben. Was wir uns gefragt haben gestern, das war deine Frage, glaube ich, so spaßeshalber. Was die Katzen wohl Ach machen. so. Hier auf Zypern gibt es ja wirklich viele, viele Katzen, die frei rumlaufen. Und ja, was machen die Katzen da an der Grenze? Das sind im Übrigen immer so Dinge, wo ich denke, ich sag's mal so, was läuft in unserem Gehirn falsch, dass wir auf die Idee kommen, also Spaß, ne? Was läuft da falsch? Spaß gemacht. Aber was geht da im Gehirn vor, dass man auf die Idee kommt, das ist mein Land, das ist dein Land. Wenn ich irgendwo bauen will, dann muss ich an irgendjemandem, der sagt, okay, das ist mein Land, Geld bezahlen und solche Dinge, ja, ohne jetzt Geld zu verteufeln. Aber da sage ich gleich noch was dazu mit dem Thema Geld. Ich denke mir immer, wie kommen wir auf die Idee, wie ist mal jemand auf die Idee gekommen, dass die Welt uns gehört? Zu sagen, das ist mein Land und wenn du da bauen willst und dann musst du dafür so X an mich bezahlen, weil das mein Land ist. Geht es dir auch so? Hast du auch schon mal darüber nachgedacht? Ich frage mich gerade, wie sowas angefangen hat, so ganz, 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 ganz früher, als alles noch irgendwie, ja, da waren die Menschen einfach da und dann kommt irgendeiner und sagt plötzlich so, das ist jetzt alles meins Genau. und du bist mir untertan Genau. und bitte bezahlst mir Geld. Ja. Also ohne das System in Frage zu stellen, ich meine, wenn wir Steuern und sowas zahlen, ist ja auch gut, da werden ja auch gute Dinge mitgemacht. Wir sind ja auch froh, dass wir ein Straßensystem haben, wo wir ordentlich einen Straßenbelag haben und wo auch Hinweisschilder stehen und ganz, ganz vieles. Das ist auch wunderbare Dinge, die daraus entstanden sind. Nur es gibt ja auch bis heute durchaus ein Land, das ich noch weiß, gibt wahrscheinlich auch mehrere. Wenn du da bauen möchtest, weil es dir da gefällt, weil du dich da niederlassen möchtest, dann suchst du dir das aus
Und dann guckst du, dass deine Hütte da drauf baust, holst da Strom irgendwo her und ja, dann wohnst du dort halt. Also das gibt es auch und dennoch ist auch in diesem Land ein soziales Netz auch noch vorhanden. Also es gibt alles. Da sind wir auch bei dem Thema. Was wäre, wenn alles für dich möglich wäre und es nicht nur ein Entweder-Oder gäbe? Und weil ich eben so gesagt habe, Stichwort Geld. Wir leben nun mal in einer materialistischen Welt nach wie vor. Ist ja auch gut so. Ne? Als wir gestern von hier losgefahren sind, wenn wir da auf den Tank geguckt hätten, auf dem Auto und der wäre leer gewesen, wenn wir uns da vorstellen, wir hätten erstmal zu einer Tankstelle gehen müssen und mit denen uns darüber unterhalten müssen, wer von euch kommt in unser SoulMate-Life und lässt sich begleiten, seinen Seelenplan zu entdecken und sich frei ein Leben zu gestalten. Ausgleich. Als Ausgleich, dann liebe ich es doch, an die Tankstelle zu fahren. Den Tank zu füllen und einfach weiterzufahren. Also, wie viel mehr können wir Geld lieben? Wie viel mehr kannst du wirklich beginnen, Geld zu lieben? Weil es nutzt nichts, wenn wir es ablehnen, solange wir es einfach brauchen. Und Geld ist ja auch wunderbar, um uns die Sachen dann kaufen zu können, wenn wir es einfach brauchen. Kleiner Hinweis, ganz, ganz wichtiger Hinweis für dich. Wie viel mehr kannst du beginnen, Geld zu lieben? Mir fällt auch gerade eine kleine Anekdote gestern ein. Wir Frauen haben ja manchmal so ein Thema, was ziehen wir an? Ja? Ich habe mich auch zweimal umgezogen, bevor wir dann los sind. Und du hattest dann auch mal noch ein Thema. Hast überlegt, ziehe ich etwas an, das so ein bisschen Schultern bedeckt ist? Oder ziehe ich so einen Top an? Und was kam als Resultat? Magst du es erzählen? Madeleine sagte dann, naja, wenn das hier zu viel, wenn ich damit zu viel Sonne abkriege, wenn es mal zu heiß ist, wenn wir schon zu früh in der Sonne unterwegs sind, dann Kaufe ich mir einfach ein Tuch, meinst du das? kaufen wir einfach Ja. unterwegs ein schickes Tuch und dann habe ich eine Schulterbedeckung. Einfach kaufen. Mir fällt eine Anekdote ein von Bekannten von uns, das ist jetzt wirklich schon lange her. Wie oft kriegen natürlich auch Ehepaare oder Paare überhaupt Streit wegen dem lieben Thema Geld? Und er hat so ein schönes Beispiel gebracht, da habe ich damals noch gedacht, wow, in welcher Welt lebt ihr? Ich will da auch hin. Hat so das Beispiel gebracht, dass wenn man zum Flughafen unterwegs ist, um von A nach B zu fliegen, und er sagt zu ihr, du hast ja die Flugtickets. Und sie sagt, nein, du hast die doch. Nein, ich habe die auch nicht. Also mit anderen Worten, Flugtickets liegen zu Hause, vom Timing her ist klar, noch Chance zurückzufahren, um die Flugtickets zu holen. Und er hat damals gesagt, was machen wir dann? Dann kaufen wir uns halt neue Flugtickets am Flughafen, was soll's? Hey, wie genial sind solche Gedanken? Als ich das ist jetzt bestimmt schon 15, 16 Jahre her, gehört habe, habe ich natürlich gedacht, ja, klingt gut. Aber sag mir bitte auch, wie es möglich ist. Und wie ist es möglich, wenn wir aufhören, Geld wirklich abzulehnen, sondern Geld beginnen zu lieben, wie ein Partner, der an der Seite ist und uns dem öffnen und unser ganzes Sein auf Empfang stellen. Und so gesehen geht es ums Geld und es geht auch nicht ums Geld. Ich habe gestern Morgen so das Beispiel, als Beispiel so zwei, drei Dinge in einem Post gepackt, was mir so in den Sinn gekommen ist, weil wir gestern Morgen zum Beachball unterwegs waren. Und da sind so ein paar Einheimische auf uns zugekommen, die spielen auf einem dieser Felder Volleyball, Beachvolleyball. Und die haben uns auch anscheinend schon des Öfteren beobachtet, weil sie gleich gefragt haben, wir haben euch schon öfter hier gesehen, lebt ihr hier und so, und habt da keine Lust mit uns Volleyball zu spielen, Beachvolleyball. Ich habe noch nie Volleyball gespielt, habe ich auch gleich gesagt. Macht nichts, kommt einfach dazu. So ein bisschen ein paar grundsätzliche Dinge dann geklärt, wie ich da am besten den Ball spiele und. Ich meine, das weiß ich natürlich schon, aber so kleine technische Einführung gab es noch. Und dann einfach gespielt, uns einfach dem hingegeben, einfach ganz viel Freude, Spaß und Leichtigkeit gehabt. Einfach gemacht. War das geplant? Nein, es war nicht geplant. War es noch vor 5 Jahren oder vor 5 Jahren geplant, nach Zypern auszuwandern?
Nein, war nicht geplant. Im Prozess hingegeben. Warum weiß ich das jetzt gerade noch so? Weil Facebook mich tatsächlich gestern daran erinnert hat, dass wir vor erst 3 Jahren diese Zeit zum ersten Mal unterwegs waren nach Zypern, um uns hier die Insel anzugucken, um einfach mal zu gucken, wie fühlt sich Zypern an, welche Regionen fühlen sich wie an. Und als wir hierher gekommen sind, haben wir uns wohl gefühlt, haben dann geguckt, wo fühlen wir uns am wohlsten. Und so ist der Bezirk Larnaca einfach entstanden, wo wir gesagt haben, okay, hier, kleines 4000 Dörfchen, 4000 Seelendörfchen, wie man so schön sagt, aber trotzdem in der Nähe von der Stadt, sodass wir da alle Möglichkeiten immer zur Verfügung haben. Und wenn ich an 3 Jahre zurückdenke, da ist ja auch noch was Geniales entstanden. Du hattest die Idee oder den Wunsch, dir Athen anzugucken, ne? Magst du da mal noch ein bisschen was zu erzählen, wie dieser Prozess der Hingabe da war? Ja, das war, ich hatte einfach irgendwie Lust auf Athen. Ich war irgendwie noch gar nicht so, also Zypern, ihr wart ja auch zum ersten Mal dann hier, da war ich, da wollte ich nicht mit, ich wollte aber nach Athen. Und das war sowieso ein Jahr, da war ich irgendwie total viel unterwegs in diesem Sommer, auch mit Abitur und so. Und dann war ich noch selber im Urlaub und als wir dann, also ich war dann mit meinen Freunden unterwegs im Urlaub. Und als wir dann alle heimgekommen sind, die sind dann natürlich nach Hause gefahren. Ich habe dann gesagt, so, und jetzt packe ich meinen Koffer neu und fahre morgen zum Flughafen, um dann nach Athen zu fliegen. Und wir haben uns dann in Athen getroffen. Ihr seid aus Zypern gekommen. Ich komme aus Deutschland mit meinem Körperchen und dann haben wir uns doch in Athen getroffen. In Genau. Athen am Flughafen, genau. Wir waren, glaube ich, 1 Stunde vor dir da und ja, hatten dann noch eine Woche waren wir in Athen und dann sind wir erstmal zurück nach Deutschland geflogen. Ne? Konntest du dir damals so dieses freie Leben schon vorstellen? Da hat's angefangen. Da hat es angefangen mit den vielen Reisen. Ne? Ja, da bin ich auch zum ersten Mal alleine geflogen. Ja, stimmt. Und dann immer wieder, immer wieder, immer wieder. Zypern. Ich glaube, ich habe gerechnet, also mittlerweile ist es noch mehr, aber in den letzten 2 Jahren, 2020, trotz aller, die geglaubt haben teilweise, oh, das geht gar nicht, hey, das ist gar nicht erlaubt, ich bin 20 Mal, über 20 Mal geflogen, über 20 Mal im Flieger gesessen, die letzten 2 Jahre. Ja, wir haben ja das letzte Mal gesagt, wir fliegen inzwischen von A nach B, wie wir früher mal mit dem Bus von A nach B gefahren sind. Weil damit hat es bei mir auch angefangen, als ich so frei unterwegs war. Es gibt ja da in Deutschland, Österreich, Schweiz, weiß ich jetzt gar nicht. Naja, so in Europa überhaupt, hier auf Zypern gibt es das nicht. So Busunternehmen, wo du wirklich zu ganz, ganz kleinen, niedrigen Preisen da irgendwo hinkommst. Und so habe ich angefangen, als ich mich nach 30 Jahren wirklich aus dem öffentlichen Dienst verabschiedet hatte, zu reisen. Bis dann irgendwann mal so der Punkt kam, weiß ich noch, das war in Frankfurt, wo ich gedacht habe, so, jetzt ist Schluss mit Busfahren, jetzt fahre ich nur noch ein bisschen, für mich damals, ein bisschen exklusiver und bin nur noch mit der Bahn unterwegs oder eben mit dem Auto. Und mit der Bahn dann aber auch wirklich nur erste Klasse, dass ich da ein Abteil habe, wo ich dann auch ein gewisses Ambiente einfach habe und mein Körper sich einfach wohler fühlt. Das war so der Grund, da irgendwie zu wechseln. Ja, und dann auch jetzt nochmal, wir haben jetzt so Plan gemacht für August, September, wo wir, also wir werden jetzt im Juli noch nach Deutschland fliegen, dann in Deutschland erstmal ein paar Tage sein und dann kam die Idee auf, ich gebe dir das alles mal so mit auf den Weg, damit du mal so eine Idee hast, dass es wirklich auch für dich möglich ist, die Dinge, von denen du träumst, wirklich frei auf der Welt unterwegs zu sein und dich dort aufzuhalten, wo es dir gerade gefällt. Mein Mann und ich, wir hatten die Idee, an den Gardasee noch zu fahren. Natürlich gefragt, Madeleine, Roman, kommt ihr mit? Du hast dann erstmal gesagt, nee, wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen in Deutschland bleiben und dann erst wieder zurück nach Zypern. Und dann hat mein Mann zufällig, ganz zufällig,
mit Bekannten von uns gesprochen und hat ihnen erzählt, wir wollen noch an den Gardasee. Und die haben dann erzählt, ja, wir sind im September am Gardasee. Okay, da haben wir dann einfach mal kurz hineingefühlt. Ja, ich werde zwar persönlich aus Temperaturgründen lieber auch im August am Gardasee, aber freut mich auch nochmal Bekannte zu treffen. Also haben wir dann kurzerhand umgeplant und gesagt, okay, dann kommen wir im September an den Gardasee. Kurz mit der Chefin abgeklärt, ob das mit dem Urlaub auch in Ordnung ist, Ja, ne? Ob genau. man den auch verschieben kann von August in September. Genau, Urlaubsschein eingereicht. Kann ich meinen Urlaub Vom verschieben? Spiegel. Also, du kennst das ja nicht, wie es ist, wenn man irgendwo einen Urlaubsschein einreichen Ja. muss. Aber ich kenne es nur zu gut und du kennst es aus deinem Leben bis eben ja auch. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Im Grunde genommen habe ich es auf eine gewisse Art und Weise gehasst. Ich komme ja aus dem öffentlichen Dienst, im Januar schon für das ganze Jahr den Urlaub fix einzutragen. Zu wissen, ich habe nur 30 Tage überhaupt zur Verfügung. Mit den 30 Tagen muss ich klarkommen. Und auch schon zu wissen, ich kann wirklich nur begrenzt planen, weil ich ja nur ein begrenztes Einkommen habe. Ich habe zwar gut verdient, hatte trotzdem aber nie die Geldenergie, die ich gerne gehabt hätte. Und deshalb war das ja alles sehr, sehr begrenzt, was ich machen konnte. Und habe auch immer, ich weiß noch, ich habe so oft davon geträumt, wenn ich so andere gesehen habe, die dann so schnäppchenmäßig unterwegs waren, mit Reisen, mit Angeboten, auch außerhalb der Saison oder einfach unterwegs sein zu können. Gedacht, wow, wäre das schön, wenn ich heute rausgucke und draußen ist schlechtes Wetter, dass ich einfach sagen kann, boah, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Regen und auf gefühlte Minustemperaturen. Lass uns in den Flieger steigen und einfach irgendwo hinfliegen. Das ist so das Leben, von dem ich immer geträumt habe. Und wahrscheinlich träumst du auch davon, sonst würdest du jetzt hier uns wahrscheinlich auch nicht lauschen. Weil irgendwas stößt ja da in Res auf Resonanz in dir. Und das ist so normal, das war auch gestern unser Thema nochmal, als wir da in Nikosia, im türkischen Teil, das war wie so, ist so eine Burgruine gewesen, wo wir da gehockt hatten. Ne? Also ganz altes Gemäuer mit einem wunderschönen Innenhof. Haben wir da auch gehockt und noch ein bisschen was getrunken und haben wir gesagt, Mensch, wenn wir jetzt morgen auf die Idee kämen, Lust zu haben, nach Athen oder irgendwo hinzufliegen, ja, einfach gucken, wann geht der nächste Flieger, in den Flieger setzen und los geht's. Wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass das wirklich auch für dich möglich ist? Und wir waren ja ebenso bei dem Thema, sich so dem Leben hinzugeben, mehr Vertrauen wieder ins Leben zu haben. Das Leben, das Universum ist immer, immer wohlwollend an unserer Seite. Ich habe das Beispiel gebracht gestern mit dem Beachvolleyball. Vor ein paar Jahren und auch mit Zypern. Wir haben uns einfach leiten lassen. Ich wusste bis vor 5 Jahren etwa noch gar nicht, wo Zypern liegt. Ich weiß noch, als Freunde uns erzählt hatten, oder mir, die hatte ich in Frankfurt auch auf dem Seminar getroffen, die sind damals nach Zypern ausgewandert und hatten gesagt, das war im Mai, wir waren im Januar auf Zypern, wir haben uns so in Zypern verliebt, in die Sonnenuntergänge. Da weiß ich noch, mein erster Gedanke war, naja gut, die Sonne geht ja auch auf und unter. Was ist da besonders dran? Aber irgendwie hat der Gedanke mich nicht losgelassen und so sind wir dann ja auch mal nach Zypern geflogen und haben uns dann auch irgendwo hier in das Land verliebt, die Energie wahrgenommen und ich weiß noch, der zweite Tag, wo du auch hier warst, vor 2 Jahren war das ja dann erst, ne? 2,5 Jahren, am zweiten Tag, was hast du da gesagt? Dass ich mich hier auch schon so zu Hause fühle. Ja. Also das erste Mal Zypern war sowieso ganz besonders. Also ich war jetzt schon oft hier und auch länger hier. Aber das erste Mal war einfach irgendwie
ganz anders, ganz besonders für mich, erinnert mich noch gut dran und ich habe mich einfach direkt hier wohl gefühlt und habe dann auch zu dir gesagt, ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du dir jetzt dann hier eine Wohnung holst, aber irgendwie fühle ich mich hier schon zu Hause. Ja, genau. Also, das Thema ist heute einfach, wie viel mehr kannst du dich leiten lassen, führen lassen und sehen, wie das Leben an deiner Seite ist und dann auch wirklich die Botschaften, die das Leben dir schickt, auch wahrnehmen. Nochmal, wie viel mehr kannst du die Botschaften, die das Leben dir schickt, dann wirklich auch wahrnehmen und ergreifen? Das Leben hat mir die Botschaft geschickt vor, ja, 7 Jahren, so als Impuls. Lass uns doch einfach mal ins Auto hocken, Zelt rein, ein bisschen Proviant für unterwegs und einfach mal losfahren im Urlaub. Da sind wir in Norddeutschland am Meer, an einem See auch gelandet. Wunderschöner Campingplatz, also es war einer von vielen wunderschönen Urlauben, die wir gemacht haben. Ne? Einfach losgefahren, ohne Ziel. Wir sind einfach losgefahren, wir hatten überhaupt kein Ziel. Und das sind so die Dinge, wo ich ganz viel Rückenstärkung mir auch geholt habe, wie sehr wir uns leiten lassen können vom Leben, wie sehr das Leben uns leitet. Damals war es ja auch noch so, dass es finanziell jetzt nicht so war, dass es halt Geld einfach als Freund an meiner Seite war, sondern da war es schon eng. Und ich weiß noch, wir sind da an einem Campingplatz angekommen, der hatte geschlossen. Da war aber noch jemand, der uns dann erlaubt hatte, eine Nacht einfach vor dem Campingplatz auf so einer großen Wiese zu zelten. Ich meine, wenn mein Mann und ich allein gewesen wären, wir hätten uns wahrscheinlich einfach im Auto hingelegt, Sitze runter, aber wir waren ja nun mal zu viert, also mussten wir noch Zelt aufbauen oder durften Zelt aufbauen. Und da war ich noch so dankbar dem Universum gegenüber, wow, eine Nacht Übernachtung hier kostenlos kreiert quasi. Also das war damals noch einfach so, dass das wirklich alles so eng war. Und der Monat oftmals viel länger gedauert hat als das Geld. Aber irgendwie hatte ich ein bisschen Geld zusammen, sodass wir uns diesen Urlaub einfach auch erlauben konnten. Ja? So, und mit Zypern auch einfach leiten lassen. Rebelliert da der Kopf? Natürlich. Und gerade als diese besondere Zeit dann losging, vor 2,5 Jahren, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was hast du jetzt gemacht? Du hast dich in Deutschland abgemeldet. Und ist das jetzt das Richtige? Und. Da kommen immer Ängste auf. Weil du gehst ja einen ganz neuen Weg. Den kennst du nicht. Und da rebelliert immer unser Gehirn. Aber das Herz und die Seele, die freuen sich. Weil als Kinder sind wir ja auch morgens aufgewacht, wollten Abenteuer erleben, wollten Freude haben, wollten Spaß haben. Bis dann das System mehr und mehr uns vereinnahmt hat. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, warum es sich auch so unbequem anfühlt, nicht nur seinem Herzen, seiner Seele zu folgen, sondern auch so wirklich sein eigenes Ding zu machen. Wir sind ja gewohnt, dass andere uns immer sagen, was es zu tun gibt. Dass andere uns den Tag vorschreiben. Und das fängt ja schon im Kindergarten an. Da ist ja schon nicht frei jetzt irgendwie in den Tag reingehen, sondern ich weiß noch, bis 9 Uhr war immer so Zeit, wo ihr im Kindergarten sein musstet oder halb 10. Wir waren immer mit so die Letzten, die da angekommen sind. Aber da fängt das ja schon an, dass wir als Kind lernen, jemand anderes schreibt uns vor, wann wir irgendwo zu sein haben. Damals im Kindergarten. Dann geht es weiter mit dem Schulsystem. Da schreiben uns auch andere vor, wann wir was zu machen haben. Dann macht man ein Studium oder eine Ausbildung. Andere schreiben uns vor, wann wir was zu machen haben. Und das ist auch etwas, was uns dann so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl verursacht, wenn es dann wirklich darum geht, seinen eigenen Weg zu gehen. Plötzlich ist niemand mehr da, der einem vorschreibt, der dir vorschreibt, was du wann zu machen hast, sondern du managst dich wirklich selbst
Das darf man dann auch mal lernen. Hat, weil du das Beispiel von Kindern genommen hast, die ich habe dann auch so zurückgedacht an meine Kindheit und ein Kind plant ja keinen Tag. Also oft ist es ja so, dass man morgens dann aufwacht und dann schon mal überlegt, okay, was steht denn heute an oder was ist denn heute der Plan, was gibt es heute zu tun, was sind meine Aufgaben heute oder so. Das ist mit einem Kind ja überhaupt nicht. Das steht ja auf und klar, die Eltern haben vielleicht auch einen Plan gemacht, aber das Kind steht einfach auf irgendwann, wenn es dann halt wach wird und dann, keine Ahnung, wenn das um 6 Uhr ist, dann ist es um 6 Uhr und dann stehen die Eltern doch bitte auch auf, Ja. weil es ist ja ein neuer Tag und was machen wir ja los, ne? Oder frühstücken und dann irgendwas machen oder so. Da wird nicht drüber nachgedacht, erst, ah, was gibt's denn heute? Ah, nee, dann habe ich keine Lust drauf, erstmal nochmal 5 Minuten umdrehen, Wecker auf Snooze drücken oder so, ne? Und Genau, das machen wir ja nur, Wecker auf Snooze drücken, weil der Körper einfach keine Lust mehr darauf hat, auf das, was heute einen erwartet. Ich hatte auch keine Lust, morgens mehr aus dem Bett rauszuhüpfen, um 8 Stunden am Arbeitsplatz zu hocken und dort meine Zeit zu verbringen. Und was ich so gehasst habe, so haben wir ja eben auch damit mit diesem Thema uns leiten lassen, über was wir heute mit dir sprechen möchten. Auch mir von anderen vorschreiben zu lassen, wann ich Urlaub mache, darf, wie viel. Und wenn ich dann umplanen möchte, muss ich auch von jemand anderem mir eine Unterschrift holen, dass ich das darf oder nicht. Ja? Und was du eben noch gesagt hast, dass wir als Kinder ja überhaupt auch morgens sowas mit Wecker stellen und so nicht gekannt haben. Eine zentrale Frage, mit der ich bis heute in den Tag starte: Wer will ich heute sein und welche großartigen Abenteuer kann ich heute erleben? Natürlich geht es darum, auch Geldenergie zu empfangen, weil egal was ich mache, die wollen Geld von mir haben. Ob ich jetzt an der Tankstelle bin, es ist ja auch ganz normal. Nur, sobald ich beginne, wirklich meinen eigenen Weg zu gehen, meinem Herzen zu folgen, mich diesem Prozess hinzugeben, diesen neuen Weg zu gehen, ist das Universum immer an der Seite und öffnet Türe und Tore an Möglichkeiten, und die darf ich dann einfach nur weitergehen. Und je mehr ich mich auf diesen Prozess dann auch einlasse, und mir auch erlaube Geldenergie, ich nenne das auch gerne Seelenfreude-Geld, weil das ist dann wirklich die Geldenergie, die ich mit dem empfange, was ich wirklich gerne mache. Geld folgt der Freude. Vielleicht hast du den Begriff schon gehört. Das war etwas, was ich früher auch nie verstanden habe. Je mehr kommt das Universum in Bewegung und je mehr kannst du staunen, wie viele Möglichkeiten sich dir eröffnen, um dir dein Leben wirklich frei zu gestalten. So wie du das möchtest. Vielleicht bist du ein Typ, der sich eher im Norden wohlfühlt, eher bei kühleren Temperaturen. Es gibt nie ein Entweder-Oder, es gibt immer ein Sowohl als auch. Und in deinem Mind war es ja auch bis vor kurzem ja auch nicht drin, dass du wirklich auch mal sagst, okay, ciao Deutschland, ich lebe auch frei auf der Welt, ich melde mich ab. Ja? Das ist ein Prozess, den darf man sich hingeben. Und ich bin sicher, wenn wir jetzt hier die Zeit dazu hätten und eine kleine Aufgabe machen würden, du würdest eine Vielzahl von Beispielen auch in deinem Leben finden und schriftlich notieren können, wo du dich auch schon dem Leben hingegeben hast und gestaunt hast, wie das Universum agiert hat und dir deine Lebenswirklichkeit erschaffen hat. Im kleinen, im größeren Stil. Parkplatzbestellung ist so ein wunderbares Beispiel. Parkplatzbestellung ist wirklich ein wunderbares Beispiel. Wie oft hast du dir schon irgendwo einen Parkplatz bestellt, weil du mal gehört hast, okay, scheint zu funktionieren, probiere ich aus.
Dann bist du da hingefahren, auf wundersame Weise war ein Parkplatz da. Vor allem in solchen Regionen, wo man dann vom Kopf her die interessante Ansicht hat, da ist es schwierig, einen Parkplatz zu bekommen. Wie oft hat das bei dir schon funktioniert? Und das Universum unterscheidet nicht, hier geht es um Parkplatz und hier geht es um den Weg deines Herzens und hier geht es ums Geld. Das Universum, so deine Aussage, sagt immer Ja zu dir. Immer, immer, immer. Und jetzt mal metaphorisch gesprochen, wenn du dann dir einen Parkplatz irgendwo hinbestellst, wenn du irgendwo hinfährst und dir einen Parkplatz bestellst und du kommst dorthin und es ist kein Platz frei, fährst du dann wieder zurück nach Hause ins Schneckenhaus? Nein, dann drehst du doch ein paar Runden, fällt mir gerade ein, aber gestern auch noch. Haben wir ein oder zwei Runden gedreht? Zwei Runden sogar, bis wir den Parkplatz auf dem Parkplatz, wo wir hin wollten, tatsächlich bekommen haben. Zweimal auf dem Parkplatz eine Runde gedreht und dann hat es geklappt. Plötzlich war auf wundersame Weise ein Platz frei. Und das ist genau das zum Bewusstmachen, was ich in meinem früheren Leben auch gemacht habe und was du bis eben vermutlich auch noch machst. Dass du zwar dich auf den Weg begibst, das Universum agiert, schickt dir Möglichkeiten, um wirklich deinen Seelenplan zu entdecken, um dem Ruf deiner Seele zu folgen, weil du in dir spürst, irgendwie muss noch mehr in meinem Leben möglich sein als das, was ich bis eben lebe. Weil du auch gerne mal mehr Geldenergie in deinem Leben hättest, um dir ein freies Leben zu gestalten, um es auch deinem Körper besser gehen zu lassen, dahingehend, dass du dir das Allerbeste auch erlauben kannst, auch im Hinblick auf Nahrung für deinen Körper und, und. Ich weiß nur, wie sehr ich früher immer so darum gekrebst bin, im wahrsten Sinne des Wortes, hätte mir gerne eine gute, qualitativ hochwertige Nahrungsergänzung erlaubt. Aber was für eine Challenge das immer war, mal ab und zu mir dann sowas zu gönnen. Weil irgendwas für ein paar Euro um die Ecke wollte ich dann halt auch nicht haben. Das hat sich auch nicht gut angefühlt. Ja? So. Und da gilt es dann wirklich durchzugehen. Nicht nochmal zurück zu switchen, sondern diese Botschaften vom Universum zu erkennen und dir auch die Anleitung zu holen. Eine genau auf dich abgestimmte Anleitung, wie du wirklich von A nach B kommst. Weil auch das ist eine Prägung. Dass wir mal Abitur in der Tasche haben oder die Ausbildung gemacht haben, dann wissen wir, wie das Leben funktioniert, dann geht's, dann weiß ich alles. Ne? Schulabschluss, weiß alles. Wie viel hast du in der Schule gelernt, wie das Leben funktioniert, wie wir uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen? Wir haben gestern noch darüber gesprochen, dass ich tatsächlich Beispiele habe, was nicht böse gemeint ist, aber ich habe halt Beispiele von Lehrern auch, die tatsächlich mich ein bisschen klein machen wollten, wo ich auch schon während meiner Abitur-Vorbereitungszeit glorreiche Ideen hatte, wie zum Beispiel mich selbstständig machen. Und dann kam mein Lehrer, der es einfach auch nicht besser wusste, habe gesagt, ein typischer Realist, kam zu mir und ja, hat mich noch mal von meinem hohen Ross runterholen wollen und hat halt gesagt, ja, überleg dir das lieber noch mal, das ist ganz schön schwer, damit Geld zu verdienen, damit erfolgreich zu sein. Und ich war zum Glück zu dem Zeitpunkt schon vom Bewusstsein her, wie soll ich sagen, Gefestigt. ja, gefestigt genug, um zu sagen, okay, um das zu hinterfragen. Dass ich nicht auch das, was mein Lehrer mir sagt, gerade in dem Alter, alles für wahr zu halten. Nur ich dachte so, ich habe mich dann in der Klasse umgeschaut und habe dann so gedacht, es tut mir so leid für die anderen, falls das jemand von denen nicht hinterfragt, sondern alles, was er, nur weil er da vorne steht, sagt, für wahr und richtig hält. Weil das war halt auch irgendwo, also für mich war es ja auch irgendwo ein Traum, ne? Und wir sollten dann halt in dieser Übung aufschreiben, was wollen wir so im Leben und auch finanziell und so, wie eine Wohnung vielleicht schon mal raussuchen. Also einfach, dass wir dafür ein Bild kriegen,
Und wenn wir dann was rausgesucht hatten, dann hieß es dann, ah ja, okay, und wie willst du das dann bezahlen und so, ne? Weil so und so ist der Preis für so und so viel Quadratmeter, dann noch je nachdem, wo du wohnst, ne? Wie willst du das alles machen? Also quasi auch echt schön, bleib schön realistisch. Bleib Also, realistisch. wie war das beim Ziele setzen? Sie sollen realistisch sein. Ja. Da gibt es auch Was? so einen schönen Die Smart-Formel. Smart, genau, smarte Ziele, wo dann das R für realistisch steht. Das R steht für So realistisch, genau. lernt man es ja auch, ne? Und genau so war das auch. Und das Ja. ist einfach eins zu eins ein Beispiel dafür, dass wir das gelernt haben. Und das macht auch unheimlich Freude, so realistisch zu sein. Jeden Monat zu gucken, wie man über die Runden kommt, ein Auto zu kaufen und jeden Monat dann die Raten abzuzahlen. Ich spreche jetzt von meinem früheren Leben. Keine Ahnung, was auch immer. Ich will jetzt gar nicht so viele Beispiele dazu bringen. Du weißt ja selbst, was so in deinem Leben jetzt gerade so die Bereiche sind, die du eigentlich gerne ändern möchtest. Und das ist auch das Ding. Jetzt sind wir nochmal bei unseren Körpern, die dann morgens fünfmal auf die Snooze-Taste drücken und nicht aufstehen wollen, weil sie einfach keine Lust auf diesen Tag haben, auf diese Dinge, sondern weil sie einfach viel mehr sich freuen wollen, auf den neuen Tag Abenteuer haben wollen, etwas erleben wollen, etwas kreieren wollen, etwas erschaffen wollen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn damit sagen? Realistische Ziele, realistische Ziele. So, das ist das Geheimnis, und da gibt es auch schon so einen schönen Spruch, kannst du gerne auch mit zu deinem Tagesmotto nehmen. Lass uns realistisch sein, lass uns das Unmögliche möglich machen. So, guck mal, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir große, große Ziele setzt, nenn es jetzt von mir aus unrealistisch, damit dein Kopf überhaupt keinen Plan hat, wie du das erreichen sollst. Überhaupt keinen Plan. Weil wenn du, und so sind wir ja gestrickt worden, das ist ja jetzt so deutlich geworden, wenn wir einen Plan haben vom Kopf her, wenn du jetzt zum Beispiel, guck mal das Beispiel Auto, du hast ja bislang ein Auto finanziert für, keine Ahnung, zahlst jeden Monat 200 Euro für 10.000 Euro, zahlst du, keine Ahnung, wie lange die Raten da ab. Und jetzt hast du die Idee, du hättest eigentlich schon mal gerne ein Auto, das so ein bisschen von der Kategorie ein bisschen höher ist. Ja? Dann sind es halt jeden Monat 250 Euro an Raten und Summe X als Anzahlung. Dann fängst du schon mal an, dieses Geld schon mal zu sparen für die Anzahlung. Das macht uns doch überhaupt keine Freude, weil letzten Endes, wo ist denn der Fokus? Nur auf Mangel, ich muss jetzt noch mehr Geld sparen, um mir das zu erlauben. Und da haben wir einfach keine Lust mehr drauf. Das raubt doch bei dem Gedanken allein schon so viel Energie, dass wir wieder so viel mehr Energie verbrauchen müssen, um da überhaupt irgendwie hinzukommen, dass der Körper dann schon sagt, boah, nee. Ja? So, wenn du dir aber Ziele setzt, nenn's vom Kopf her, die unrealistisch sind und dein Kopf keine Idee hat, wie soll das funktionieren? Ich hatte keine Idee, wie soll das funktionieren mit Umsiedeln nach Zypern? Ich hatte keine Idee, wo soll überhaupt Geld herkommen, um einfach Geld immer zu haben, um mir keine Gedanken um Geld machen zu müssen? Wie soll das alles überhaupt funktionieren? Wie machen die anderen das denn da draußen? Anscheinend gibt es ja einen Weg, weil es gibt ja welche da draußen, die leben so, wie ich das gerne wollte, aus meinem früheren Leben gesprochen. Aber wie geht das? Anscheinend geht es ja irgendwie. Also, lass mich wissen, wie es geht. Und diese Anleitung gilt es sich zu holen. Und da sind wir bei zwei Dingen. Ich hatte keinen Plan, also konnte ich mir von meinem Kopf her nicht kalkulieren, wie soll das funktionieren. Ich habe mich diesem Prozess dem Leben hingegeben. Das Leben hatte eine Chance gehabt, meine Bestellung mir zu liefern. Und realistische Ziele, was war das andere? Ich habe so viele Gedanken heute Morgen im Kopf, habe schon wieder den Faden verloren. Realistisch, sich dem Leben hingeben. Begleitung. Begleitung dabei waren wir, genau.
Das ist das, was uns niemand beigebracht hat, dass es nach Schulabschluss darum geht, wirklich sich mal beibringen zu lassen, weil wir es bis eben in der Schule nicht gelernt haben. Es gibt zwar inzwischen wunderbare Schulsysteme, die das anders machen, wo es wirklich auch darum geht, wie funktioniert das Leben, wie erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit. Aber du, ich, wir alle sind ja noch in anderen Prägungen groß geworden, dass es auch dann, um wirklich sich sein Leben so gestalten zu können, wie man es möchte, darum geht, sich jemanden an seine Seite zu holen, der dort ist, wo man hin möchte, weil nur der kann einem ja das Navi dann auch anhand geben, wie es geht von A nach B, und zwar auf einen abgestimmt. Das ist auch nochmal der Unterschied zum klassischen Schulsystem. Da gilt es ja nur darum, da galt es nur darum, ging es nur darum, den Lehrplan durchzubekommen. Mal ganz ehrlich, was hatten wir gestern da in Nikosia für ein Thema, wo ich gefragt hatte, das hat man bei uns in der Schule nicht beigebracht. Also die Konstellation Erde, Mond und Sonne, wie das so alles zusammenhängt, hattest du mir dann noch erzählt, wie das geht. Und da habe ich so spaßeshalber gesagt, das hat man mir in der Schule nicht beigebracht. Natürlich habe ich solche Dinge in Erdkunde oder wo lernt man das? Erdkunde wahrscheinlich auch gelernt. Aber es hat mich damals nicht interessiert, wie das zusammenhängt. Es hat mich auch nicht interessiert, wo Südafrika liegt. Warum? Ich hatte keinen Bezug zu dem Land. Wenn ich, und so wie ich auch Zypern, vor 5 Jahren habe ich einfach mal geguckt, wo liegt Zypern überhaupt, als Zypern so in mein Leben kam. Da hatte ich einen Bezug dazu. Wie viel haben wir in der Schule gelernt, nur für eine Arbeit und sind keine 5 Minuten später auf dem Schulhof gewesen und hatten schon gefühlt alles vergessen. Was haben wir denn aus dem Schulsystem mitbekommen, was wir bis heute nutzen? Lesen und Rechnen und so ein paar andere Dinge noch. Ja, aber das meiste haben wir doch vergessen, weil wir keinen Bezug dazu hatten, weil es uns nicht die Bohne interessiert hat. Und jetzt geht es nicht darum, das in Frage zu stellen. Es ist einfach so, wie es ist. Ich möchte dir damit nur bewusst machen, dass es jetzt wirklich in deinem Leben darum gehen darf, wenn du das möchtest, und das fühlst du ja auch in dir, wirklich den Mut zu haben, deinem Herzen zu folgen, dich diesem Prozess hinzugeben, jeden Tag mehr und mehr zu sehen, wie das Universum an deiner Seite ist und dich führt und leitet. Und dann ist alles für dich möglich. Und ich würde dich auch gerne dazu einladen, dich von dem Entweder-Oder zu lösen, sondern immer ein Sowohl als auch zuzulassen und neue Wege zu gehen. Und nicht wieder dich zurückzuziehen ins Schneckenhaus. Weil dazu ist das Leben wirklich zu schade. Dieses Geschenk, was wir haben, jetzt zu genießen. Und Freude, Spaß und Leichtigkeit zu haben. Du wolltest noch was sagen, ne? Hattest noch ein paar Impulse, hatte ich das Gefühl gerade, ne? Oh, alles gut. Ich glaube, das, was wir auch noch aus der Schule mitgenommen haben fürs Leben, sind die wunderschönen Glaubenssätze oder wie man Ziele setzt, smarte Ziele setzt und so. Solche Dinge sind natürlich geblieben. Also alles, was ins Unterbewusstsein gegriffen ist und nicht, dass wir bewusst gelernt haben, wie das jetzt mit dem Planeten funktioniert, wo, wann der Mond steht und was auch immer. Das, was wir bewusst lernen sollten, sondern das, was die Energie, die unsere Lehrer auch unterschwellig mitgebracht haben. Zum Beispiel mein einer Lehrer, der hier so realistisch unterwegs war. Was schon so ein bisschen gegriffen hat, ne, ins Unterbewusstsein, so hier smarte Ziele setzen. Es ist schwer, selbstständig zu sein oder was auch immer, erfolgreich damit zu werden und so, all diese Dinge. Und das kann einfach auf direktem Weg passieren, also so tatsächlich, dass ganz bewusst gesagt wird, ja, es ist schwer, selbstständig zu sein. Oder eben auf dieser energetischen Ebene, auf der unterbewussten Ebene, dass das einfach überschwingt, ne? Weil wir verbringen 12 Jahre, 13 Jahre dann da
beziehungsweise immer natürlich auch mit verschiedenen Lehrern, die aber oft auch ähnliche Glaubenssysteme haben. Glaubenssysteme trifft es eigentlich am besten. Und du gehst da jeden Tag hin, als Kind. Und Kinder, man weiß es ja, nehmen alles auf wie ein Schwamm. Und da wird dann alles aufgesaugt und was der Lehrer sagt. Und dann lernst du, das ist eine Autoritätsperson, die hat morgens Recht und mittags frei. Also du kommst dahin und wirst klein gemacht. Ne? Du darfst ihn siezen und er darf dich duzen, weil du bist klein und so. Ne? Und deswegen, ne? Und dann lernst du, wächst du damit auf, dass du lernst, okay, ich bin klein, der hat Recht. Ich muss da drauf hören, was der sagt, ist richtig. Ja, Ja. genau. So haben wir alles aufgenommen und da geht es einfach mal Einladung an dich. Stell das mal alles wieder in Frage. Es geht ein Stück weit ums Entlernen, um es mal so auszudrücken, auch wieder. Um das mal alles wieder loszulassen. Und guck mal, was Madeleine jetzt als Beispiel genannt hat. Jetzt sind wir auch nochmal bei dem lieben Thema Geld. Wer hat dir bis eben etwas übers Geld beigebracht? In der Schule haben wir ein bisschen was mitbekommen von Menschen, die selbst nicht dort waren, wo du hin wolltest eigentlich. Banksysteme, dein Bankberater, lebt ja das freie Leben, das du eigentlich leben möchtest, mit der Geldenergie, die du eigentlich leben möchtest? Vermute mal nein. Versicherungsberater, mal abgesehen davon, dass in Versicherungen mit einem Ding gearbeitet wird, mit Ängsten. Sonst nichts, nur mit Ängsten. Oder Versicherungsberater und Vermögensberater. Guck dir die Menschen an. Sind die dort, wo du hin möchtest, oder schauen die selbst alle, wie sie über die Runden kommen? Wenn wir jetzt von der Geldenergie wegkommen, wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du ja auch, dass ich da so eine, ja, auch weiß, wie es ist, im Burnout zu sein, weiß, wie es ist, depressiv zu sein, weiß, wie es ist, auch in Therapie zu sein. Das sind ja alles Dinge, die ich aus meinem früheren Leben kenne, war ja auch schon 2 Monate vollkommen außen vor in der Klinik und sowas. Ich habe mich damals, da hatte ich dieses tiefe Hintergrundwissen, wie jetzt ja noch nicht, immer gefragt, meine Therapeutin oder die Therapeuten, die mir gegenüber saßen, irgendwas stimmt hier nicht. Die machen auch nur ihren 9-to-5-Job, kommen auch nicht so wirklich über die Runden, also arrangieren sich auch nur mit ihrem Leben. Das war so ein tiefes inneres Gefühl, so ein Gedanke von mir, wie will derjenige mir weiterhelfen, dort anzukommen, wo ich eigentlich hin möchte. Und ich möchte das nicht in Frage stellen. Das hat mir damals ja auch geholfen, mich über Wasser zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes, weil da ja auch Gedanken da waren, tatsächlich zu gehen von der Erde. Aber da liegt der Fehler drin begraben oder das Thema, dass du Menschen an deiner Seite haben darfst und unbedingt auch musst und solltest, die dort sind, wo du hin möchtest, weil nur die können dir den Weg zeigen. Und alles andere, was du da bis eben gelernt hast, aus dem Schulsystem und von Menschen, die dort eh nicht sind, wo du hin möchtest, entlerne das nochmal. Lass das weg. Lass das raus. Wie viel mehr kannst du ab heute ganz viele Gedanken wirklich loslassen, interessante Ansichten, Muster, Prägungen, die du bis eben für wahr, für realistisch gehalten hast? Einfach los, schick sie zurück zum Absender, wer auch immer der Absender ist. Und da geht es auch nicht darum, noch rückblickend jemanden zu bewerten oder zu beurteilen oder zu sagen, das war schlecht oder was. Es ist alles gut so, wie es war. Und es ist alles gut so, wie es ist, bis eben. Nur, du darfst dich jetzt neu entscheiden. Für dich, für dein Herz, für dein Leben. Wie viel mehr kannst du dich so willkommen fühlen hier auf Mutter Erde? Angenommen fühlen von dem Leben, angenommen fühlen von Mutter Erde überhaupt, vom Universum. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Ich nenne das immer gerne die Quelle allen Seins. Und allein schon deshalb ist für jeden von uns alles möglich.
Und wenn jetzt bis eben dein Kopf noch denkt, muss es immer ums Geld gehen oder so viel brauche ich ja gar nicht oder ich gebe mich ja gerne mit weniger zufrieden und, und. Du wärst als kleines Kind niemals auf die Idee gekommen, dass nicht das Allerbeste und das, was du als Allerschönstes siehst, genau das Richtige für dich ist. Alles Muster und Prägungen. Du hast instinktiv immer nach dem Schönsten und Besten gegriffen, weil das die schönste und beste Energie war. Bis man dir gesagt hat, jetzt reicht's aber mal. Jetzt gib dich doch mal mit dem zufrieden, was du hast. Mir fällt gerade so das Eisbeispiel noch. Nee, das Eis, doch Eisbeispiel. Eis und Eisbeispiel ein. Ja. Wo wir hier in Nanaka auch unterwegs waren vor 2 Jahren. Und das hat mich wirklich erschüttert. Da sind wirklich auch mal nochmal 2, 3 Tränchen bei mir gelaufen. Wir waren den ganzen Morgen unterwegs, waren zum Frühstücken, waren noch ein bisschen shoppen und waren dann unterwegs zum Auto und ich habe gemerkt, Madeleine hat gefragt, da vorne ist doch Starbucks, gell? Das kanntest du dich noch nicht so gut aus, ja, aber wo ist da vorne ist Starbucks? Und ich habe gefragt, ja, warum fragst du? Einfach nur so, aber ich habe gemerkt, da ist noch was und da gibt es so ein Getränk, das Madeleine gerne trinkt. Und da kam so ein Muster aus der Kinderstube, das war mir bis dahin gar nicht so bewusst, was es mit uns Kindern macht, wenn es heißt, es gibt jetzt nicht noch ein Eis, es gibt jetzt nicht noch eine Limonade. Oder irgendein Spielzeug. Oder irgendein Spielzeug. Was Kind halt bekommen will. Genau, weil das ist durch dieses Gespräch hervorgekommen und deshalb hat mich das so im Herzen berührt, dass es um das Thema Selbstwert ging. Ne? Ja, also... Das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst. Ich hatte da vorher auch nie drüber nachgedacht. Das kam dann tatsächlich in der Situation, weil wir dann ja auch uns mit diesen Dingen einfach beschäftigt haben und einfach viel über diese Dinge auch schon so seit ein paar Jahren halt sprechen. Und dann kam halt raus, okay, ich hatte immer das Gefühl, ich bin es nicht wert, weil mir wurde ja auch kein richtiger Grund gegeben. Warum? Weil ich das jetzt nicht will. Mhm. Oder warum kann ich jetzt kein Eis kriegen? Jetzt nerv mich nicht, ne? Wir gehen jetzt. Mhm. Oder irgendwas, keine Ahnung. Ne? Also jetzt mal überzogen gesagt, ja. Ich kann mich da an jetzt nichts Bestimmtes erinnern. Ich weiß nur, dass ich dann gedacht habe, ah, okay, ich habe das jetzt nicht verdient, noch ein Eis zu essen. Oder, oder gerade weil wir so viel schon unterwegs waren an dem Tag. Ne? Ja. Also wir waren ja schon frühstücken. Sie hat mir ja schon das Frühstück bezahlt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du mir auch was gekauft, als wir dann shoppen waren. Ich irgendwie muss ich ja schon einiges bekommen haben, das noch was zu verlangen. Ja. Weil das alle andere kam ja von dir, ne? Und ja. Das war dann, das konnte ich dann annehmen, aber noch was zu verlangen, das wäre dann zu viel gewesen, weil ich habe ja schon so viel. Und eigentlich hattest du ja überhaupt nichts verlangt. Wir hatten nur die Idee an dem Morgen in die Stadt zu fahren und haben uns leiten lassen. Ne? Was genau, ich weiß, dass wir irgendwo was gekauft hatten. Es gab frisch gepressten Saft, dann waren wir noch im Café, noch gefrühstückt und so. So, und dann kam raus, dass der Gedanke da war, ah, da ist Starbucks, da gibt es so ein Getränk, das ich liebe, aber der Gedanke kam dann auch, na, das ist jetzt zu viel. Ja, und jetzt fällt mir gerade halt auf, okay, das ist ja alles unterbewusst, ne? Ja. Und das ist mir ja eigentlich gar nicht richtig bewusst geworden. Wir haben dann drüber gesprochen und dann kam das erst, weil das sind oft einfach unterbewusste Gedanken, die dann funktionieren, die dann in dir sind und funktionieren. Und deswegen ist es ja so wichtig, nicht nur sich das bewusst zu machen, sondern einfach bewusst in eine andere Richtung zu gehen. Ja. Weil solange ich ja einfach so weiterlebe, ohne da bewusst was zu ändern, wird mein Unterbewusstsein das ganze Leben kreieren. Ne? Also ich sag mal 95% Unterbewusstsein, 5% Bewusstsein. Mhm. Also das, wofür du dich bewusst entscheidest, sind nur 5%. Genau. Und der Rest macht alles das, was da unten drunter ist. All die 13 Jahre
Schule und unterbewusste Energie von deinen Lehrern und von deinen Eltern und von dem Kindergarten und dann noch in Ausbildung und Studium. Und je nachdem, ab wann du dich auf diesen Weg begibst, also mit welchem Lebensalter, sind da ja noch, also bei mir sind es 21 Jahre oder keine Ahnung, wann habe ich damit angefangen mit dem Ganzen, mit 17. 17 Jahre nur unterbewusst alles kreiert, ab dann irgendwann mal angefangen, ah, okay, es gibt da sowas wie ein Unterbewusstsein und Bewusstsein und ich kreiere mir die Welt und so weiter. Und erst dann habe ich ja angefangen, hier bewusste Entscheidungen zu treffen, so richtig und zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich wirklich? Und um da mal einfach nur ein Bild davon zu kriegen, wie viel da unten drunter ist. Und das Unterbewusstsein ist ein ganzes Universum für sich, das all das kreiert, was jetzt im Außen ist. Und ja. Und ich unterscheide ja gerne zwischen Bewusstsein, also diese 5%, die Spitze des Eisbergs, um es mal metaphorisch auf den Punkt zu bringen, und Unterbewusstsein und noch eine Etage, das Unbewusste. Weil das Ding ist, wenn wir uns so ein bisschen selbst auch schon mit dem Thema beschäftigt haben, auch schon Menschen an der Seite hatten, die uns da viel beigebracht haben, tief im Unbewussten ist noch viel mehr verborgen. Und wo kommt das her? Das wird jetzt so schön deutlich, weil du dein Alter korrigiert hattest und gesagt hast, so ab 17 habe ich dann angefangen, mich da bewusst damit zu entscheiden, dafür zu entscheiden. Und wir nehmen alles auf, und da gibt es wissenschaftliche Beweise dafür, wissenschaftliche Hinweise, Botschaften aus dem Unterleib, aus dem Unterleib, Botschaften aus dem Mutterleib, weil Madeleine, unsere Kinder, und so hast ja auch du, alles mitgekriegt an Themen, an Prägungen. Als sie bei mir im Bauch war, da war ich ja noch in einem ganz anderen Universum unterwegs. Und ohne dass ich das wollte, jetzt an Madeleine, an Roman mitzugeben, die haben das ja aufgenommen. All meine Gedanken, all meine Gefühle, mein Mangeldenken, ob ich mich ja, voller Freude gefühlt habe, ob ich traurig war, ob ich depressiv war oder was auch immer, haben die beiden ja alles mitbekommen. Und so habe ich alles von meinen Eltern mitbekommen. Und so hast du alles mitbekommen. Und das ist das, was ganz tief in unserem Unbewussten, also noch eine Etage tiefer als das Unterbewusste, verborgen ist. Worauf will ich hinaus? Wo du jetzt gerade stehst, du hast bestimmt dich schon mal mit den universellen Gesetzen beschäftigt. Du hast bestimmt schon mal was von Unterbewusstsein und Bewusstsein gehört. Du hast bestimmt schon mal gehört, dass es da irgendwie möglich sein muss, Glaubenssätze und Muster und Prägungen zu lösen. Und das funktioniert auch wunderbar, wenn man sich wirklich selbst an die Hand nimmt mit dem Unterbewusstsein. Aber die Dinge, die ganz tief im Unbewussten als sogenannte Schatten verborgen sind, ganz tief im See rumoren, da hast du und auch ich keine Chance, alleine ranzukommen. Deshalb habe ich bis heute Mentoren an meiner Seite, die dort sind, wo ich hin möchte. Und das ist das Wertvollste, was ich mir erlauben kann, weil nur die können ja mit mir meine dunklen Seiten, die ich da noch habe, die verborgenen, weil nach oben sind die Grenzen gesetzt. Auch das ist ein Trugschluss, dass man denkt, ach, wenn ich das mal erreicht habe, dann ist alles gut. Nein, das entspricht nicht unserer Evolution. Da ist immer ein Weiterkommen, ein Weiterentwickeln. Wird es dann immer leichter? Ja. Und trotzdem ist es auch unbequem immer mal wieder, wenn man die Komfortzone verlässt. Bitte wisse das. Mit dem Unterbewusstsein, mit viel Wissen, was man sich angeeignet hat, kann man noch relativ gut auch sich selbst beobachten. Ah, okay, das ist ja ein interessanter Gedanke, der da vorbeispaziert. Will ich den weiter denken? Bringt er mich zu meinen
realistisch, unrealistischen Zielen. Nein, okay, dann denke ich denen nicht weiter. Schicken zurück zum Absender, was denke ich stattdessen neu, dass es möglich ist und tralala, darauf abgestimmt. Ja, aber was im Unbewussten rumort, das ist tatsächlich nur eine Möglichkeit, ans Licht zu bringen, zu lösen, mit jemandem, der an deiner Seite ist, der da immer wieder sagt, hey, guck mal, guck mal, guck mal. Ich merke das immer wieder und du ja auch in Gesprächen, mit in Coachings, mit unseren wunderbaren Kunden, wo wir ganz genau zwischen den Zeilen hinhören. Und so wie ich dann bei dir zwischen den Zeilen hinhöre oder die Madeleine, wenn du bei ihr im Mentoring bist, so hören unsere Mentoren bei uns hin. Deshalb entwickeln wir uns ja auch immer weiter. Für uns, aber auch natürlich für dich, um dir auch da immer mehr noch mit auf den Weg zu geben. Ganz klar. Das ist ein System, das dich dorthin bringt, wo du hin möchtest. Und ja, da ist es wünschenswert, dass das Dinge sind, die irgendwann natürlich auch wirklich mal ganz natürlich in unserem Schulsystem weitergegeben werden. Nur, bis eben war das nicht so. Deshalb macht es keinen Sinn, denen nachzutrauern, sondern was bis eben war, ist so, wie es ist. Und jetzt darfst du dich entscheiden, in eine andere Richtung zu gehen. So einfach ist das. Ihr Lieben, ergibt das Sinn? Schenkt uns mal ein Herzlein hoch oder Herzlein hoch und Daumen hoch, meine ich. Daumen hoch und Herzlein, damit ich weiß, oh, da sind ja ganz viele dabei. Hallo liebe Ulrike, guten Morgen, die Barbara ist wieder mit dabei, hello, die Julia, die Caroline, hello, 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 und unser Schatzi ist mit dabei, mein Schatzi und dein Papa, die Anja, wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, so schön, dass ihr dabei seid, die Anna ist noch mit dabei, sehe ich hier, die Conny, die Sonja, die Manu, ach ihr Lieben, so schön. So schön mit euch hier sonntags morgens ein Stündchen zu verbringen, mit euch zu plaudern und bitte, bitte, bitte abschließen. Das ist alles für dich möglich. Entscheide dich, für dein Herz, für deinen Weg. Löse dich von all den interessanten Gedanken, die du noch bis gestern gedacht hast, die bis eben noch dich dahin geführt haben, wo du jetzt bist. Fang an, stabil neu andere Dinge zu denken und lass uns unter vier Augen im Beratungsgespräch mal so 15, 20 Minuten am Telefon über deine Situation sprechen, wo du jetzt stehst, wo du hin möchtest und wie wir dir dabei helfen können. Okay? Was machen wir jetzt? Wir punchen jetzt. Ich glaube, wir fahren jetzt ins Starbucks. Wir fahren jetzt in Starbucks. Okay, gut. Also, ihr Lieben, Link kommt. Trag dich ein. Lass uns unter vier Augen mal im kurzen Telefonat miteinander sprechen, wo du stehst, wo du hin möchtest. Und dann rocken wir gemeinsam dein Leben auch und begleiten dich von A nach B. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.